Und wie sieht es dann mit den Österreicherinnen heuer beim Generali Ladies Linz aus? Ja, Yvonne Meusburger, die aktuelle Nummer 1 in Österreich, unter den Top 40, was großartig ist, wird auf jeden Fall in Linz spielen. Ebenso Patricia Meach-Leiter, das sind zwei ganz treue Österreicherinnen, die immer unsere Turniere auch in Österreich spielen und auch in Deutschland. Mit Tamira Baschek habe ich noch nicht persönlich gesprochen, aber das werde ich in Wimbledon machen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir so viel wie möglich Österreicherinnen beim Generali Ladies Linz sehen werden können. Was wir nicht vergessen dürfen ist, Anna Ivanovic spielt das 6. Mal in Linz, das ist wie eine Liebeserklärung. Sie ist im Moment Nummer 13 der Welt und sie ist für mich sowieso ein Topstar, weil sie spielt unglaublich Tennis, schaut wirklich extrem gut aus und ist auch so sympathisch, also die verkörpert irgendwie alles, was man sich so vorstellt und wir sind sehr stolz, dass sie Linz heuer das 6. Mal spielen wird. Das können sie definitiv sein. Mit großer Begeisterung nehme ich an, werden sie auch aufgefasst haben oder aufgenommen haben, das Projekt, das die Generali jetzt starten will, das Generali Young Ladies Programm. Das finde ich nämlich großartig, dass die Generali als Partner vom österreichischen Tennissport wirklich diese Aufgabe sehr ernst nimmt, weil neben dem ITN Cup gibt es jetzt auch dieses Generali Young Ladies Team. Diese Idee ist super, weil man hilft den jungen Spielerinnen irgendwo ein bisschen, nicht nur, dass sie im Tennis, dass sie sich was leisten können, dass sie Turniere spielen können, sondern die Generali nimmt das sehr ernst, versucht sie auch dann nach dem Sport in der Ausbildung zu fördern, das eine oder andere Praktikum zu unterstützen und das finde ich einfach großartig, dass man sagt, okay, die Spielerinnen haben auch nach der Karriere irgendwo einen Partner, auf den sie sich stützen können. Wir freuen uns dann schon auf ein tolles Generali Ladies Linz 2014. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, ich freue mich auch.